Shalom Aleichem, a gute Woche. Na, wie war eure Shabbos? Wie war eure Wochenende? Eine kurze Bericht, wie war es bei uns? Also wir hatten heute ein schönes Minyan mit Gästen. Es war ziemlich kühl und Regen, es hat geregnet. Und es war eine sehr heimische Atmosphäre, hat man gut gedauert. Chaim hat gedauert Schachis. Und Tora-Lesung, die Gäste haben bekommen ein Aliyah. Und danach war eine Drascha, eine Predigt. Und da haben wir gesprochen über die Geschenke, die man gibt, die Kohanim, die Priester, der Teile von dem Korban oder Teile von dem Fleisch, die Kiefer, die Arme und die Magen. Und wir haben gesagt, verschiedene Erklärungen, warum gerade die. Kiefer symbolisiert das Reden und Arm das Handlung und Herz die Gefühle und so weiter. Und dann haben wir gesprochen über die Schäferlach, da man gibt auch Wolle, die Kohanim. Und wann ist der Saison von dem Scheren? Wie sieht es aus mit anderen Tieren von Kaschmir, Angora, Ziegen? Wir haben gesprochen sehr viel über diese Mitzvah. Und wie viel Schäferlach soll man haben, damit soll man geben Spende? Und wie gibt man die Wolle? Vor der Bearbeitung, nach der Bearbeitung, wie viel ist das in Gramm, wie viel Wolle ist in jedem Schäferle? Also soll nicht wenig Wolle sein als 480 und soll man nicht spenden weniger als 240 Gramm von jedem Schäferle. Also es war ein sehr spannendes Thema. Nach dem Tfilah war eine schöne Kiddush, der Sami hat gespendet, weil seine Tochter ist gekommen zum Besuch aus Israel und die Freunde waren dabei, war eine schöne Kiddush mit gutes Essen, mit Lechaim und Wodka und Silotka und war gute Sachen und Olivier und Kartoffelsalat und gute Cholent mit Rogalach zum Schluss, mit Bitter Lemon. Es war gut und da haben wir gesprochen beim Essen über Moschiach, wer ist seine Persönlichkeit? Das, was steht geschrieben bei Prophet Jesaja, dass er wird sein mehr wie Moshe Rabbeinu, mehr wie Avraham Avinu, noch mehr wie Adam Arishon. Und das, was der Chatam Sofer sagt, ich habe dich geboren, das, was steht geschrieben in Tehillim, Moschiach soll sein ein Mensch, der geboren von einem Vater und Mutter, so wie Moshe. Aber so wie Moshe Rabbeinu nur in die Mitte von seinem Leben mit 80 Jahren hat er bekommen die Nefesh, Ruach und Neshama von Moschiach. Also Hashem ist in ihm eine Ibur bekommen und Moschiach wird auch so eine Person sein, dass am einfach wird er sein, am Anfang wird er sein ein einfacher Mensch, aber Hashem wird in ihm die Meshichat HaMashiach in ihm legen, so wie König David war am Anfang normale Schafhirte und Schmuel ist gekommen nach Bethlehem und er hat geschrieben auf dem Stirn von David die Spiegelung, Sprache von den Buchstaben. Das haben wir erklärt, dass ein Prophet sieht die Welt anders als wir. Und das Spiegel ist nicht immer die wahre Gesicht und deshalb braucht man, soll jemand auf dir gucken, zum Beispiel beim Tfilin, wo es steht, das nennt man eine richtige Spiegelung. Und wir haben gesprochen auch über Beziehung von Eltern und Kindern. Das war eine spannende Diskussion, ob die Eltern sind die Chauffeur von den Kindern oder nicht. Und da war eine Meinung, dass je mehr die Eltern die Kinder geben, sie schätzen es weniger. Und Eltern sollen lassen die Kinder alleine fahren in die Schule und nicht der Chauffeur von den Kindern sein, weil dann die Kinder schätzen es nicht und die sind die meisten fresh und chutzpedig. Und dass es war ein Ehepaar, wo der Papa hat nie genommen seine Kinder als Chauffeur dort, wo sie brauchen. Und jetzt, wenn die Kinder sind erwachsen und er kommt von Zeit zu Zeit die Kinder abholen, von Schule oder von Flughafen, die Kinder sind unendlich dankbar und sie schätzen es. Und manchmal beginnt man Sachen zu schätzen, wenn man das nicht hat. Und wenn man hat alles,
leicht und einfach und angenehm vorhanden. Man schätzt es nicht so gut, wie man es schätzen soll. Und dann wird gesprochen über eine Frau, Mia, die am Freitag gestorben, dass sie war eine einfache Person und dass wir in ein paar Wochen machen auch eine Kiddush für unsere Schmaya ben Shmuel. Also es war eine schöne Shabbat, ein angenehmer Shabbat, Shabbos-Nachmittag. Wir sind gegangen nach Baumwerk-Synagoge zu beten und dort haben wir wieder gelernt und wir haben gesprochen auch über das Thema, dass Josef in Ägypten hat eine Regel gemacht für alle Geistlichen, für alle Priester, sie sollen frei sein von Steuer, von Miete, die Menschen, die lehren dem Volk Spiritualität oder Geistlichen oder Religion, sie sollen einen freien Kopf haben, was betrifft Joch von Parnasse. Und es wäre viel besser, dass die Kohanim auch in Ägypten damals waren frei zu bekommen, ihre Grundstück, damit sollen sie nur konzentrieren und lernen. Und es war auch hier in Deutschland jahrelang, dass in jeder jüdischen Gemeinde, in die Synagoge, waren auch zwei oder drei Wohnungen für die religiösen Tätigkeiten, also Rabbiner, Scheuchet, Chasen, Vorbeter, Chevre Kadische, Lehrer, Religionslehrer. Und dass die Gemeinden in Deutschland haben versucht, dass in einer Person soll er alles haben, soll er Tora lesen, soll er vorbeten, soll er Schofar blasen, soll er Maftir lesen, soll er predigen, soll er am liebsten kolbeunig sein, soll er machen alles. Und es ist sehr, sehr schwierig, sage ich euch, als einer, der in seiner Synagoge auch betet und Tora lesen und Maftir und Drosche und essen. Es ist nicht leicht, aber wenn die Gemeinde ist angenehm und man schätzt es, und dann ist das schon gut. Ich wünsche euch alle ohne Ausnahme eine gute Woche, eine gebenchte Woche. Und so wie der Rebbe hat gesagt, Raveg, der geworden ein Schliach in Oklahoma City, zeigt die freiliche Jüdischkeit. Also unsere Aufgabe zu zeigen, die freiliche Jüdischkeit, die gute Stimmung von die Torah, von die Jiddischkeit, das Hashem zu dienen, ist eine Bereicherung und eine schöne Sache. Und wenn jemand will zu unserer Kiddush was geben, was spenden, eine schöne Flasche Wodka oder eine Kiste Bitter Lemon, meldet bei uns, wir werden uns freuen. Aber eine gute Flasche Wodka, Sie wissen, was ich meine. So von der feinen Qualität. Wir haben hier einen Nachbar, dass jeden paar Wochen kommt er und bringt eine schöne Flasche und die Leute sagen Lechaim. Und wenn du schenkst Menschen Freude, Hashem schenkt dir auch Freude zurück. Und wenn man sitzt und man verbringt zusammen und man sagt Lechaim, das kann viel mehr wirken als Gebete von Malach Michael. Und wir haben auch gemacht diese Shabbat Mishaberach, Gebete für alle Leute, die brauchen Gesundheit, Körper oder Seele. Und liebe Zuhörer, wenn jemand von euch hat Verwandte, der braucht eine Mishaberach, ein Gebet, rufen Sie mich vor Shabbat und ich werde ihm schreiben auf die Liste. Und bei der Tora-Lesung am Shabbat werden wir die Namen erwähnen. Und wir freuen uns, dass nächste Shabbat haben wir eine schöne Kiddush und eine Namengebung auf ein Mädele. Wenn eine Junge ist geboren, macht man eine Beschneidung mit Party. Und wenn ein Mädel ist geboren, dann macht man eine Kiddush in die Synagoge mit einem guten Lechaim, eine gute Woche, Shavua Tov, Maseldike Woche, Naches Woche, gute Nachrichten Woche, Parnose Woche, alle Brachot, die stehen in die Torah, wünsche ich euch, soll diese Woche wirklich laufen nach euren Herzenswünschen zum Guten.
A gute Woche, a gute Woche.